Jo Leute und willkommen zurück zu Pikmin 1. Wir haben im letzten Part das dritte Gebiet zu 100% vervollständigt, weshalb wir jetzt wieder ins erste Gebiet gehen, was auch immer das mit der Vervollständigkeit von Gebiet 3 zu tun hat, aber hey, wir gehen in Gebiet 1 wieder und holen hier unser letztes Teil, weil hier gibt es noch ein zweites Teil neben unserem Antrieb und wie wir sehen, gibt es ja auch neue Dinger. Auf jeden Fall, hier können wir ziemlich viel sammeln, dafür ist das erste Gebiet einfach genial. Kann man halt sagen, wie man will. Das erste Gebiet ist einfach so ein reines Sammelgebiet. Ich nehme davon mal 40 mit. Und von den anderen beiden jeweils 30. Einfach 40 von den blauen, weil wir brauchen die blauen hier am meisten. Ups. Verdammte rote Zwiebel. Erstmal Pigment draufschmeißen. Aber gut. Das da auch nochmal kaputt. Ja. Geht mal alle hoch. Du brauchst mir nicht jedes Mal eine Info schicken, wenn du 100 Pigment draußen hast. Ich weiß, dass du 100 Pigment draußen hast. Ich habe ja auch 100 Pigment rausgeholt. Wenn die hier schon nach Farben sortiert sind, kann ich auch jede Farbe dahin schmeißen, wo sie hin soll, ne? Bei den Kleinen ist es mir eigentlich ziemlich egal, ob ich zwei oder ein Picken rausbekomme. Wow. So, dann bin ich oben fertig. Ich versuche da immer hochzukrabbeln. Der Schlaumeier. So. Diese Käfer sind lustig, weil man muss einen Pigment raufschmeißen, was meistens leichter gesagt wird als getan. So. Dann droppt er halt so ein paar Sachen. Ups. Und hier haben wir noch einen zweiten, aber ich werfe mal jetzt lieber keine mehr, weil ich habe hier schon die Bomben aufgehoben. Problem an denen ist, er hat irgendwie so ein Lockdown-Ding. Auf jeden Fall greifen die Pikmin hier einfach an, obwohl sie es nicht sollen. Ich hoffe, der Gegner ist nicht da. Doch, der Gegner ist da. Okay. Warum teilen die sich nicht richtig auf? Meine Güte. Ja, gelbe Pigment macht, was ihr wollt. Ist mir egal. Aua. Auf jeden Fall ist das ja, wie man eventuell sieht, so ein Wassergegner-Gedöns, der nur von den Blauen angegriffen werden kann. Mensch, kannst du dich weit strecken? Und soweit ich weiß, kann er auch sonst nichts Besonderes. Auf jeden Fall hat er keine Chance gegen die Blauen. Ui, ich drehe mich im Kreis. Nein, 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 nein. Was zum Fick machst du da oben? Wir folgen angeblich zwei Pigment. Wo ist denn das andere? Ich denke mal unten im Karton drin, oder?
Was auch immer. Okay, der hält jetzt tatsächlich ziemlich auf, weil ja, der hat, wie er eventuell mitbekommt, ziemlich viel Leben, weil da hauen, ich weiß nicht, wie viele rot, blaue es hier sind, aber auf jeden Fall über 30 blaue hauen da gerade drauf. Das Ding stirbt nicht. Oh ja, im vierten Gebiet, da muss ich euch auf jeden Fall einen Gegner noch zeigen. Ich glaube, der taucht aber nur am ersten Tag auf oder so. Ja, ich finde es gerade ziemlich lustig, dass der Gegner ständig versucht, mich anzuvisieren, aber wenn ich mich um mich herum drehe, macht er einfach nichts. Habt ihr es bald mal? Danke. Yay, Wasserparty. Okay. Ach, komm schon. Okay. Dann brauche ich euch jetzt. Okay, klappt scheinbar nicht immer. Du bist so dumm. Also sorry, ne? Wenn er auf so eine dumme Art und Weise stirbt, dann hat er selber Schuld. Genauso wie du. Tja. Was kann ich mit der letzten Bombe machen? Kann ich eigentlich nur sagen, hier machen wir das Ding da weg. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss. Die vielleicht ganz weg, nein. Das ist eigentlich scheißegal, dass gerade zwei Pikmin gestorben sind, weil diese Perle, die gibt 50 neue Pikmin. Und sie braucht nur 3 zum Tragen. Also das Ding ist halt, ne? Holy shit. Auf jeden Fall möchte ich, dass ihr alle mal gerne kurz mal mitkommt, weil da oben ist etwas, was ich gerne mit euch tragen würde. Ich hoffe, ich habe genügend Gelbe dabei. Wenn da in der Ecke noch einer ist. Na, sollten glaube ich genug sein, oder? Ja, genau 20, oh mein Gott. So, und das Rote für die Roten. Und dann brauche ich gleich nur noch Blaue. Und bevor du dich langweilst, kannst du hier die Mauer kaputt machen, weil das schaffst du schon alleine. Ich glaube an dich. Ach ja. Und das ist das, was ich im letzten Part auch meinte, auch wenn hier uns noch ein Teil fehlt. Wir brauchen ja ein bisschen, ne? So. Ich brauche nur noch die blauen. Nein, Roter, du sollst mir nicht folgen. Außer du willst sterben, dann kannst du mir gerne folgen. Weil ich jetzt nämlich ins Wasser laufe. Und ja, ich nehme auch nur eine geringe Anzahl an Blauen mit, weil ich brauche nicht mehr. So. Ihr seht, ich brauche eigentlich noch nicht mal so viele, weil ja,
Ich mache halt kaum Damage auf das Ding. Und ich muss sie auch immer wieder rausweichen, weil sonst frisst die Muschel sie und das will ich nicht unbedingt. Ich glaube noch einmal. Jo. Okay. Dann nochmal die Muschel hier. Okay, scheinbar fällt dem Pikmin das Angreifen darauf ein bisschen schwer. Versuchen wir es mal von hier. Wow. Also entweder ist die wirklich tankiger als die andere oder die Pikmin stellen sich einfach nur dumm an bei der. Ach ja, kann ein bisschen dauern. Aber wie gesagt, so eine Perle gibt 50 neue Picken, also warum sollte man sich so etwas denn gehen lassen? Und ich weiß auch gerade gar nicht, wie viele ich für das Item da brauche, aber ich glaube 30 sollten reichen. Ja, diese Runde hat jetzt nicht wirklich viel Damage gemacht. Okay, so machen sie schon mehr Schaden. Und das letzte Mal. Okay, wow, ein Hit. Okay. Brauchen wir 20 hier, okay. Ich wollte sagen, du willst das Item jetzt wirklich durch die Mauer tragen, oder was? Ja, da hinten liegt noch ein... warte mal. Bevor ich jetzt zurückgehe, ich hole erstmal den roten, weil ich brauche die Mauer nicht mehr wegmachen. Ich habe ja alles, was ich will. Den blauen 20er brauche ich nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Hast du toll gemacht. Bin stolz auf dich. Ja, jetzt haben wir 16 Teile und wir sind erst bei Tag 19. Tag 19, genau, Tag 9. Dann nimm halt das mit, wenn du schon nichts anderes machen möchtest. So. So, yay, Party. Sieht man das auch irgendwo? Ne, sieht nicht so aus. Ja, manche Items sieht man halt nicht im Raumschiff, aber ich finde es allgemein cool, dass man manche so dran sieht, wenn die eingesammelt wurden. Dieser Generator ist so energiegeladen, dass man eine Ladung abbekommt, wenn man sich ihm nicht fachmännisch nähert. Also, wieso haben die Pikmin gerade keine Ladung abbekommen? Weil ich glaube nicht, dass die wirklich Fachmänner sind. Aber okay. Ja, ich habe 16 von 30 Teilen. Wuhu! So. Den Rest des Tages mache ich hier nochmal alle Blumen kaputt und sammle die Sachen ein. Weil was anderes kann ich eh nicht mehr tun. Halt die Schnauze, Raumschiff. So. Der Fünfer liegt aber nicht wieder hier. Lass den Käfer in Ruhe, der fuckt einen eh nur ab. Okay, dann lass ihn doch nicht in Ruhe. Thank you.
Naja, immer hat er noch eine 5er rausgegeben. Ich glaube, da kann sogar ein 20er rausgehen. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Oh, im Karton sind auch noch welche. Und welche meine ich scheinbar nur einer. Aber gut. Erstmal packe ich mal meine ganzen Pikmin weg, um zu gucken, von was ich jetzt am meisten habe. Also 235 gelbe. Ist schon mal sehr schön. Warum liegt hier noch was? Ich habe auch über 200 blaue. Und über 200 rote hatte ich ja sowieso. Jetzt komme ich schon fast an die 300 ran. Auf jeden Fall, ich habe mehr als genug Pikmin. So viel kann ich jetzt, denke ich mal, sagen. So. Drei Pikmin sind noch draußen. Ja. Also, ja, der gerade rausgekommen ist, genau. Pupp, du weg. Und ja, wie wir sehen, auch wenn hier nur ein Teil war, ich habe den ganzen Tag genutzt, um irgendeinen Scheiß zu machen. Auf jeden Fall hauptsächlich Pikmin sammeln, weil das tut man im ersten Gebiet halt. Okay. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich die ganze Zeit meine Maus im Bild hatte. Weil, ja, ne? Fuck, wenn ja, wenn nein, auch gut. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich mache es zum Sonnenuntergang. Wir haben den Tag gut genutzt. Wir haben extrem viele Pikmin gesammelt und das letzte Item aus dem ersten Gebiet geholt. Und ja, etwas anderes muss man hier eh nicht tun. 9 Tage seit Aufprall. Oh, grausames Schicksal. Eine Steinbombe ist explodiert und hat mein Pikmin unter Steinen begraben. Eigentlich hat das dein Pikmin weggesprengt und nicht unter Steinen begraben, aber okay. Dieses Bild hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich muss die Umgangsweise mit Pikmin, die Steinbomben tragen, unbedingt überdenken. So etwas darf nicht noch einmal passieren. Wenn ich A drücke und Pikmin mit Steinbomben zu werfe, bringe ich sie durch Drücken von B dazu, die Bombe abzulegen, scharf zu machen und zurückzukehren. Berühre ich sie dagegen, kommen sie mit ihrer Bombe zur Gruppe zurück. Wenn ich die Bombenträger von den anderen Pikmin und X trennen will, drücke ich X. Auch dadurch, durch längeres Drücken von A kann ein Pikmin für einen Moment festhalten, blablabla. Ja, auf jeden Fall. Das, was ich meinte. Wenn ich sie schmeiße, muss ich sie berühren, damit sie die Bombe nicht fallen lassen. Und jo, wir sehen, die gelben und die blauen haben ziemlich einen Schub gemacht, während die roten halt kontinuierlich nach oben gingen diesen Tag, also, ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich speichere die ganze Scheiße und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich werde auch meine Aufnahmesession jetzt erstmal beenden. Wir haben 2 Gebiete zu 100% gemacht. Ich habe das jetzt alles am Stück aufgenommen. Also, hä? Hä? Ja, okay, außer die ersten beiden Parts, glaube ich. Oder? Waren es die ersten beiden oder der erste? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, ja, wir haben jetzt hier noch 3 Items. Die werde ich aber nicht an einen Tag holen können, glaube ich, weil die halt eine Ecke da, eine Ecke da. Also, da werde ich wohl 2 Tage verbrauchen. Und dann für dieses Gebiet noch und das allerletzte Gebiet, was wir jetzt freischalten, wenn wir alle anderen Teile haben. Und ja, ich würde sagen, ich labere nicht mehr zu viel, sondern beende den Part und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, Leute, und ciao.